Willkommen zurück, Panzerlässes, die ich hier schon wieder bei Dungeon Siege 2. In diesem Part auf jeden Fall wird unser Todeslid. Wie hieß der? Todeslid? Auf jeden Fall eine Stufe upgraded werden. Das versichere ich euch. So, da können wir gleich mal hier hinten lang gehen, denn hier ist nämlich ein kleiner Nebeneffekt, was auch immer hier ist. Eine Höhle. Sehr schön. Bestimmt eine Kriegssäule, wa? Nein, ein Regenbogen. Oh, ein Regenbogenjuwel, okay. Ich glaube, die brauche ich für. Lol, die kennt doch Teleport, muss ich doch. Oder Magier schon wieder. Ey, die gehen so schnell down, das ist unfassbar. Oh, ein Barbar. Das ist natürlich mit fast 3000 Leben ziemlich gut. Oh, da hinten sind keine Items mehr zum Mitnehmen. Aber die Regenbogenjuwele brauche ich. Da oben ist noch eins, aber da komme ich nicht hin. Okay. Da muss ich also von woanders. Was haben wir denn hier? Oh nö. Oh nö. Muss ich da hinten den Hebel benutzen, damit hier reinkommen oder wie? Ah, wie doof ist das denn bitte? Na gut, irgendwie kommen wir dann sicherlich wieder hin. Aber wir haben ein Regenbogenjuwel. Das brauche ich erstmal. Oh, 5% Chance, magische Gegenstände zu finden. What the fuck? Nice. Aber ich bin ja nicht so wie im Diablo-Feeling, wo man wirklich selten Items finden kann. Ich, ja, entweder ich nehme die Items, die ich hier bekomme und das war's. Ich bin ja nicht krass am Farmen von irgendwelchen Gegenständen. Ich finde, man kann irgendwie bessere kaufen. Hier hinten geht's auch lang. Oder geht's hier lang? Ja, hier unten geht's lang. Da ist nämlich etwas, was auch immer da liegt. Oh, er macht das schon. Muss ich euch helfen, ja? Wirklich. So, was haben wir denn hier Schickes? Ich will das auf jeden Fall haben. Da hinten ist irgendwas. Ah, hier. Hi. Na, kommt mal her, ihr alle, ihr Kleinen. Komm mal rauf hier. Ein alter elbischer Reliquienschrein. Da ist ein Geist, oder? Wow. Just wow. Ich hätte gern einen Schrein der Beschwörung. Bitte, Dankeschön. Ah, egal. Nehmen wir uns erstmal das mit. Oh, da ist eine Truhe. Eine Wurfklinge. Ja, dann haben wir halt wieder keinen Geist, mit dem wir quatschen könnten. Ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder dahinter latschen. Um mir das Zeug zu holen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber der ist abgegradet worden gleich. Warte, 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 da ist noch eins. Tschung. Juhu! Todesresistenz, Intelligenz, 20% Rüstung und nochmal Intelligenz. Sehr schick. Was will er jetzt haben als Hauptnahrung? Steht noch gar nicht da. Er ist immer noch ein Küken. Ja, muss ich wieder hoch. Tja, so ist das nun mal. Mit den ganzen Geistern hier. Na komm hoch. Hebel drücken. Ja, ist halt so. Die Geister sind mir relativ stolle. Von mir aus sollen die da verrecken. Das ist zwar ein Schrein der Beschwörung. Mann, das, ich bin so verleitet, das zu tun. Aber das ist... Nein, nein, nein. Obwohl, da war eine riesen Truhe. Habe ich gesehen, glaube ich. Oder war es eine Truhe? War das eine Tür? Nicht schon wieder vergessen. So unwichtig ist das da unten. Boah, ich bin verlangsamt worden. Ekelhaft. Ist das ekelhaft. Hauptsache, die kriegen da hinten kein Damage. Ich regel das schon. Wo ist mein Todeslid eigentlich? Ein Baskinett. Sehr schön. Lol? Lol? Nein! Das ist eines der seltensten Monster. Das ist wie der Schatzgoblin in Diablo. Nein, und ich habe es nicht gesehen. Ich Vollidiot. Also siehst du, daran habe ich ja schon gar nicht mehr gedacht. Ah, ich Depp. Oh, ein Baskinett. Okay, Schwachsinn. Nom 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 nom. Naturmagie. Ärgerlich, ärgerlich. Muss ich schon sagen. Na ja, mal noch ein... Noch ein Dungeon. Ne, wo geht's da? Nach oben? Ah.
Gesang der magischen Erkenntnis und eine Truhe. Sehr schön. Die haben von oben aus angegriffen. Ich muss das tun. Ich werde den mysteriösen Gesang aktivieren. Den Totengesang. Und werde mit dem Toten quatschen. So viele riesige Barbaren hier. Ja, und wir machen gar keinen Schaden. So manche Rüstung. So. Gesang der Toten. Ja, das, ich lasse sie mal fighten. Lange rezitieren. Kommt mal mit. Folgt mir. Da liegt noch ein Item. Wieso, warum lasse ich das liegen? Ich depp. Ah, 5 Minuten Zeit haben wir. Insgesamt. Ist okay. So, dann holen wir uns jetzt einfach mal die Truhe. Das ist das erste Mal, dass wir mit einem Geist reden. Wächter des Stabs. Wahrscheinlich kriege ich den wahrscheinlich jetzt nicht mal. Alter, wo läufst du denn bitte lang? Here I watch this place as long as it exists. So said Istara the Fierce. And so here shall I remain. Istara? Ich suche, was sie versteckt hat. Ist dies der Ort? You are the seeker. Istara foretold this day and bade me speak this unto you. Erenth the Mad lives. And his staff grants great power to the one who wields it. Is now open. Danke. Arends Juwelenschaft. Das heißt, wir müssen jetzt noch. Ja, gut. Könnte man theoretisch die Quest benutzen. Aber der Stab ist ja eh nur wahrscheinlich für Magier. Das bringt mir ja nichts. Nothing. Zwei auf kritischer Sack. Zwei Waffen auf Eifer. Zwei Waffen und Eifer. Nee. Aber wir haben jetzt einmal mit Geistern geredet, das ist okay. Ich weiß gar nicht, ob die Schreien irgendwie sich irgendwo mal wieder refreshen. Denn ich konnte ja letztes Mal ein Schrein nicht mehrmals benutzen. Das ging ja nicht. Der rennt weg. Der rennt weg. Der rennt bis dahinter, die Sau. Der Panzerlertisk. Der Schrein ist nicht mehr magisch umgeben. Oh, was haben wir denn da? Ach so, die sind schon. Ne, läuft. Die sind irgendwie schon verzerrt durch den Skill. Ah, jetzt nicht mehr. Geschützt Schatz, ja, interessant. Geht's hier hin? Schneebachheim. Haupttor von Schneebachheim. Gesindeeingang. Ich muss doch da hin, ne? Gesindeeingang, war das nicht das? Ich meinte, ich glaube, die meinte, dass wir da hin müssen. So, da kommen wir nicht hin, auch nicht geil, auch nicht schlecht. Die kommen schon. Da sind sie schon. Ja, theoretisch muss ich da oben lang. Aber hier geht's auch lang. Hä? Ich geh erstmal hier lang. Wahrscheinlich ist das Tor eh versperrt. Barbar drückt sich vor dem Einfrieren. Die sind so stark. Die sollte weniger verzieren als auszehren. Und mal mehr angreifen. Naja. Ja, brauchen wir mal Mana zurück irgendwann mal. Ich kann ja mal wieder ein bisschen füttern. Naja, ihr macht das schon. Siehst du, das ist kaputt, die Brücke. Dachte ich mir, ich gehe ja trotzdem alles runter. Das sind wieder ein paar Fässer. Kiste ist es nicht.
Sind nur ein paar Fässer. Oh, sogar noch ein Waffenfass. Oh, da drüben sind schon Einheiten wieder. Widerstandsfähiger Schneekurgan. Naja, okay. Dann gehen wir also da hinten diesen Gesindeeingang da lang. Nordtor von Schneebachheim und Gesindeeingang von Schneebachheim. Hei, die sind echt zäh, die Biester. Aber mit Hilfe meiner Begleiter ist das kein Problem. Und vor allem mit der Auszehrung. Sie verlieren so viel Rüstung. Das ist unglaublich geil. Oh, keine Items, schade. Ich muss den echt schnell upgraded bekommen. Auf maximal Level. Oder maximal Ausbaustufe, wie auch immer ihr es nennen wollt. Jetzt haben wir Naturmagie, Kampfmagie. Jetzt fehlt halt nur noch ein Fernkämpfer. Aber Bogenschütze ist nicht so toll. Ich bevorzuge lieber Magier im Team. Steht mir besser. Wir haben unsere Stärken verbessert. Sehr schön. Ein Onyx-Fragment. Habe ich das richtig gerade gelesen? Oder irgendein Fragment war das? Oh, der zweite Teil der Höhle. Mehr Mücken. Also viele Einheiten hier. Ah, jetzt haben wir drei Leute, die clearen das relativ schnell. Komm, jetzt kriegst du auch einen Hierpot. Mana-Pot. Was soll der Geiz? Beinschienen. Gelbe Beinschienen. Lorithals Vermächtnis. Ja, wer hätte das gedacht? 3 von 8 Items. Mann. Jetzt können wir nicht mehr mit Geistern reden. Der Effekt ist abgenommen. Finde ich total gay. Warum ist das so? Ich möchte permanent mit Geistern reden können. Ich dachte auch, das wäre früher so gewesen. Komm her hier. Helft mal eurem Meister. Ich habe das Gefühl, ich müsste hier wieder runterlatschen, um das Zeug dazu bekommen. Was natürlich echt nervig ist. Aber das ist ein Held. Ein Schneewart-Gletscherlawine. Aber er schmilzt so schnell unter den Zaubern und meinen Angriffen. Er ist alleine dann da. Sehr schön. Oh, da ist er. Hi. Huch. Er war schnell weg. Okay. Kommt mal hier rauf. Du bist nicht ganz drauf. Was macht sich denn da so fett? Nein! Mein Todeslid ist nicht ganz raufgepasst. Oder hat nicht ganz raufgepasst, wie auch immer. Da, jetzt aber. So. Ja, ist natürlich schwer mit ganz vielen Einheiten hier zu koordinieren. Das stört in jedem Game. Oder in jedem Dungeon Siege hat mich das gestört. Dass man da immer warten muss, bis die alle drauf sind. Eine Kriegssäule, noch eine Kriegssäule. Oh Gott, das kann dann nichts Gutes bedeuten. Hier ginge es wieder hoch. Lol. Ich habe da durchgucken können, ohne dass ich den Schalter benutzt habe. Eine Truhe. Da guckt mich was Böses an. Warum starrt es mich so an? Okay. Da hinten, rechts. Oder? Sind wir da hergekommen? Nee, sind wir nicht hergekommen. Glaube ich nicht. So, und hier ist jetzt was? Das haben wir hier. Ein Sarkophag. Ein Rüstungsständer. So, das war's ja, ernsthaft? Oh mein Gott, ich hätte mehr erwartet. Ich hätte so ein richtig oberporno-geiles Ding erwartet. So, dann ging da oben drin, ging es wieder hoch. Auf der anderen Seite. Und erst drauf, der fehlt ja noch. Ja, da könnte man da hoch wieder. Da möchte ich aber jetzt nicht hoch. Ich möchte mein Viech füttern. Was war das? Ein Onyx-Fragment, ja.
Egal, verfütter ich. Mein Kleiner muss groß und stark werden. Jetzt habe ich schon zwei Kleine. 22 bis 42? Oh, oh, oh. Der macht Konkurrenz langsam. Friss! Friss! Nom, 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 nom. Durch gefressene Gegenstände erhöht. Jetzt hat er eine Kunst. Setzt der Todeslid diese Fähigkeit einfach, strömt er giftige Gase, von denen jedes Wesen infiziert wird, das sich ihm nähert. Wenn ein infizierter Feind stirbt, lassen die Gase seinen Körper verrotten und heilen damit alle Gruppenmitglieder. Wirkt automatisch auf den eigenen Charakter. Normales Nachladen. Stufe 1, 3 Meter, wiederhergestellte Gesundheit. 2,5% der maximalen Gesundheit des Feindes. Dauerkunst der Wirksamkeit 20 Sekunden. 56 Mana, 36 Geschicklichkeit. Ich sollte ihm mehr Intelligenz zufüttern geben. Statt Drecks-Items. Dann punktet er bestimmt auch richtig gut. So viel Schaden hat er denn jetzt? 177? Wow. Wow. Just wow. Aber ich muss ihm auf jeden Fall gutes Zeug zu essen geben. Intelligente Sachen. Ja, und ich würde sagen, der Part ist schon wieder vorbei. 16 Minuten schon wieder, ist unfassbar. Und würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.